Also die Patienten kommen in erster Linie wegen Schmerzen, Beschwerden, ähm, teilweise lang anhaltend, bis sie den Weg gefunden haben, ähm, sind teilweise ausgelaugt, teilweise missmutig und sehnen sich nach Hilfe. Und Schmerzen können überall auftreten, an Gelenken, an Sehnen, ähm, aber auch äh, am an der Wirbelsäule ganz fürchterliche Beschwerden, dass man arbeitsunfähig ist teilweise. Und die schlimmste Stufe wäre, glaube ich, Kopfschmerzen zu haben. Äh, da gibt es die Trigeminusneurologie, die äh, Migräne. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich schon sehr früh in, meiner beruflichen, in meinem beruflichen Werdegang äh, die Wirbelsäule in das Zentrum meiner Bemühungen, meiner Therapien gerückt habe und da erkennen konnte, dass die Wirbelsäule ähm, oftmals Verursacher der Beschwerden ist. Die Migräne, so habe ich herausgefunden, schon in den 70er, 80er Jahren, da war das noch gar kein Thema eigentlich, die Migräne wird verursacht an der oberen Halswirbelsäule. Und ähm, da fließen motorische Fasern auch mit Fasern des Trigiminus Nerven zusammen und machen grausame Schmerzen, Schläfenschmerzen, Kopfschmerzen, Druck hinterm Auge, Sichtstörung, Übelkeit. Da gibt es eine ganze Palette von Beschwerden. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ähm, auftreten kann. Klar, ein Ischias zwingt einen auch in die Knie, da ist man auch. Ähm, leidend, sehr leidend teilweise, aber Kopfschmerzen sind vielleicht doch noch das Allerschlimmste.